Ich würde jetzt gerne zu Ihnen gehen, weil ich kenne Ihre Geschichte nicht, vermute aber, dass Sie eine Migrationshintergrund haben. Das ist richtig. Mein Name ist Feroz Khan, ich bin aus Dresden hier. Und Entschuldigung. Ich bin ursprünglich aus Frankfurt, aber ich lebe seit einem Jahr in Dresden. Okay. Und ich möchte noch mal einige Punkte betonen, beziehungsweise bestätigen. Was? Sagen Sie mir bitte noch, wo Ihre Familie ursprünglich herkommt. Meine Eltern stammen aus Pakistan. Deswegen haben wir eben gelacht bei Migrationshintergrund, dann kam Dresden. Und eben, ich möchte einige Punkte betonen, und zwar kann ich zunächst einmal bestätigen, dass ich auch die Zahl laut Fokus sechs Verurteilungen gelesen habe. Der Fokus schreibt davon, dass die meisten davon zur Bewährung ausgesetzt wurden. Dieser laschen Justiz steht die Legislative gegenüber. Das Strafgesetzbuch, Paragraph 177, Absatz 1 für sexuelle Nötigung, sieht eine Freiheitsstrafe, eine Haftstrafe, nicht auf Bewährung, zwischen 6 Monaten und 5 Jahren vor. Das heißt, Sie meinen, das Ganze ist zu lasch von der Justiz. Es ist zu lasch, es ist eine Fehlleistung der Judikativen. Und ich darf mal kurz erläutern, welchen Schaden das anrichtet. Denn diese davonkommenden Täter, die mischen sich wieder unter das Volk. Und als Konsequenz daraus ist es nur völlig logisch und vor allen Dingen menschlich absolut nachvollziehbar, dass sich in der Gesellschaft eine Angst und ein Unmut gegenüber arabischen Migranten breit macht, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass unsere Judikative diese eben genannten Straftäter konsequent und ausnahmslos hart bestraft, sprich inhaftiert und oder des Landes verweist. Und ich möchte einen weiteren Punkt noch sagen. Ich möchte einen weiteren Punkt sagen zu dem jungen Herrn da hinten, der sich leider nicht vorgestellt hat. Und zwar hat er davon gesprochen, dass wir die Kriege in Syrien fördern, dass wir da Waffen liefern, dass wir dort, wen meinten der eigentlich mit wir? Wir machen gar nichts. Das machen Geostrategen, Großinvestoren und Waffenhändler und teilweise Politiker. Ja. Von wir kann man, das ist übrigens auch eine Verallgemeinerung dieser Bevölkerung. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Bitte schön. Sie sind dunkelhäutig und sind nach Dresden gezogen. Jawohl. Verzeihen Sie bitte, ohne jedes Vorurteil schüren zu wollen. Aber ich wundere mich trotzdem darüber, weil man natürlich von Pegida hört, von einer gewissen Stimmung in der Stadt, gegen die sich Demokraten stellen. Aber trotzdem wundert es mich. Ich sage Ihnen den Beweggrund. Ich hatte die Wahl zwischen Aachen und Dresden, wo ich meinen Master machen werde für Ingenieurswesen. Ich habe mich für Dresden explizit entschieden. Und zwar, weil mich die Mentalität der Menschen dort interessiert. Der Osten ist mir, ich bin im Rhein-Main aufgewachsen, in Frankfurt geboren, der war mir fremd. Und ich wollte verstehen, warum die Menschen dort so sind. Und ich kann die Menschen verstehen. Ich kann den Menschen keinen Vorwurf machen im Alltag, dass die mir vermeintlich Ablehnung entgegenbringen. Denn Beweggrund für dieses Verhalten ist oftmals Angst. Und für Angst muss sich ein Mensch nicht rechtfertigen. Gut. Auch.